Also hier. Ich möchte Sie hiermit herzlich in meinem privaten Umfeld begrüßen, um Ihnen etwas mehr über die Theorie meines 5-Punkte-Plans zu erläutern. Mama, gibst du mir mal den Käse? Fabian, Frühstück, du weißt schon. Das A und O in der Erziehung des Kindes ist die Kommunikation. Man sollte dabei immer offen und neugierig sein und immer freundlich bleiben. Guten Morgen, der Herr. Welche Ehre, dass du heute noch kommst. Hast du gut geschlafen? Nee. So, na dann. Startet mal die Kamera. Ja. Frohes Frühstück, meine Familie. Wollt ihr das totale Frühstück? Also darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Naja, ist ja nichts Besonderes. Du nix sprechen Deutsch. Jetzt lass doch mal, Junge. Also wirklich. Mensch. Man sollte seine Kinder besser kennen, als man sich selbst kennt. Eine scharfe Aufmerksamkeit im Alltag ist lebenswichtig. Man muss einen Hilfeschrei erkennen. Schatz, du hast es uns versprochen! Liebling, denk an Punkt 3. Nicht schreien. In Ruhe hingehen und gemeinsam die Probleme lösen. Sie macht das schon. Sie weiß, was sie tut. Was ist bitte mit Vertrauen? Heute ist ein wichtiger Tag für deinen Vater. Wir haben es dir anvertraut. Weißt du eigentlich, Ehrlichkeit ist auch sehr wichtig. Man sollte seinen Kindern immer offen erzählen, wie seine Gefühle sind. Ja, enttäuscht und das ist kein schönes Gefühl. Na, danke schön. So, Ehrlichkeit. Wenn man sich daran hält, dann stehen einem alle Türen offen.